So, damit sind wir beim nächsten Booster. Gilden von Ravnica. Auch mal wieder ein deutsches Booster. Und das hatte ich jetzt persönlich jetzt schon länger nicht mehr. Deshalb gucken wir uns mal deutsche Karten nochmal an. Fangbein, Einsiedlerspinne. Ich habe mich jetzt schon in die Namen verliebt, wieder mal. 3x1, 4 Reach. Oh, die Karten, wie gut die sich anfühlen. Grollstreifen, Wildschwein, 4 Mana, 3, 3. Wenn es ins Spiel kommt, kriegt eine Kreatur plus 2, plus 0 bis zum Ende des Zuges. Springfrosch. Okay. 3 Mana, 3, 1 und hat Flugfähigkeit, solange man eine Instant- oder Hexerei gewirkt hat in diesem Zug. Okay. Wow. Aufdringliches Pakt-Biest. 5 Mana, 3, 3 Wachsamkeit. Wenn es ins Spiel kommt, enttappe zwei Kreaturen deines Gegners. Okay. Kind der Nacht. Oh, wunderschönes Lied, by the way. 2x2-1 Lifelink. Keine Gilden. So lautet ihre Regel. Nice. Belagerungswurm. 7x5-5 einberufen. Ich glaube, der Siegewurm war auch im Original Ravnica drin. Korrigiert mich, wenn es nicht so ist, aber ich meine, das ist ein Reprint. Herr Trampel, by the way. Regen der Erkenntnis. 3 Mana. Überwachen 2, das heißt, man guckt die obersten zwei Karten an, man kann beliebig viele von den Friedhof legen. Dann zieht man zwei Karten und der Regen fügt einem 2 Damage zu. Oh, Nebelwand, 2 Mana 0-2 Verteidiger, ne 0-5 Verteidiger. Izzet-Medaillon, 3 Mana, tappen für ein blaues oder weißes oder für 4 Mana tappen, zieht zwei Karten, opfern, zieht zwei Karten. Gravitationshieb, 4 Mana Hexerei. Eine Kreatur eurer Wahl kriegt Schadenspunkte in höherer Stärke. Eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, fügt einem Spieler deiner Wahl Schaden in ihrer Stärke zu. Mit Katalyse. Man kann die aus dem Friedhof wirken, indem man eine andere Karte abwirkt und sie dann ins Exil schickt. Das ist gut, das ist wie ein Fling, nur besser. Orachan, Oration, Meuchlerin, 3 Mana, 1-1, Death Touch. Alle Kreaturen, die Orachen, Meuchlerin in diesem Zug blocken können, tun dies auch. Ja, nett. Boros Herausforderer, 2 Mana, 2-3 mit Mentor. Wenn er angreift, kann man eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur mit niedriger Stärke legen. Und für 4 Mana kriegt er +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Verschlungene Pfade ist unser letzter Ankam. 4 Mana Hexerei, meine Söster in Bibliothek nach zwei Standardländer und oder Torkarten und bringt sie getappt ins Spiel. Das ist ziemlich gut. Und unser Rest, Forschung des Feuerhirns. 2 Mana Verzauberung. Immer wenn du einen Spontanzauber der Hexerei wirkst, lege eine Ladungsmarke auf den. Für 2 Mana entferne 2 Ladungsmarken, ziehe eine Karte oder für 2 Mana entferne 5 Ladungsmarken und füge einem Ziel 5 Damage zu. Nicht schlecht. Guildgate, Soldier. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Level Ciao, ciao.